Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Co-op Season mit dem Pierre. Hallo. Ja, und ich glaube, das ist irgendwie gerade schon wieder kurz gebrummt, aber egal. Aber ich kann mein Mikro richtig machen. Ja. Wir haben eben gerade vorher mal ein bisschen über CS geredet, weil ja Pierre jetzt, seitdem er jetzt die Woche frei hat, ne? Gestern müssen wir mal selbst talken, mein Joghurt. Gesuchtet. Übertrieben gesuchtet. Einfach nur. Ich glaube, jetzt in den letzten. Boah, lass mich liegen, 5 Tagen. Du bist jetzt auch mal von 2 Wochen von Unranked auf Gold Nova 2 bis jetzt, oder ja. Was? Ja. Und das hat einigen Leuten, denen ich zocke, die höher sind als ich, haben sich gewundert darüber. Wie die höher sind als. Achso, okay, ja. Ach ja, mit dem, wo du da schon kennengelernt hast, hast du ja auch 85 neue Leute kennengelernt, so gefühlt. Ja, sind 19, 20 Leute. Einige sind davon schon Master Guardian, also AK. Und ich habe also gestern meine erste Clan-Anfrage gekriegt. Was? Clan-Anfrage? Okay. Ja. Von diesem Philipp, der gestern bei uns im TS war. Der kennt einen und der war bei uns auch im TS vorgestern. Mit dem haben wir ein bisschen gequatscht, aber der konnte nicht mitzocken, weil er Dummheit gemacht hat. Hat irgendwas auf PC angeklickt, irgendeinen Link, und dann hat er auf einmal Viren gehabt. Und der hat eine Anzeige gekriegt von der Polizei, weil er nämlich eine Pornoseite geöffnet hat. Unbewusst natürlich. Und dann ging es direkt zur Polizei und hat er das deswegen eine Anzeige gekriegt. Läuft bei ihm. Aber das wird keine normale Pornoseite sein, wenn er eine Anzeige kassiert hat. Nein, das wurde aber, den Link wurde irgendwie geschickt, da hat er ein paar Dummheiten halt, angeklickt. Ja, auf jeden Fall, dieser Typ hat mich dann gestern Morgen oder so angeschrieben, hier Bock auf CSGO, ist so, nein, gerade keine Zeit, bla. Und dann hat er geschrieben, ja, willst du CS kommen? Ist so, ja, aber nicht heute, ich kann gerade nicht. Ja, wenn du mal Lust hast auf einen Clan, frag mich. Ja, okay, gerne. Danke. Aber wenn ich jetzt Phil anschreibe, kann ich sagen, hier, ich bin Clan. Ja, okay. Okay, dann läuft bei Clan dir? Drin. Ja, ja, läuft bei dir auf jeden eigentlich Fall. Relativ gut, weil die sind höher als ich gerankt, auf jeden Fall. Auch hundertprozentig. Okay, ja, ich hab's mir auch mal eben gerade angeguckt, weil ich immer nur so, ja, so halb überlegt habe mit. Aber jetzt hab ich mir immer die ganzen Ränge angeguckt, gehabt. Und ja, es sind schon ein paar. Also bist du jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oh Gott. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es gibt insgesamt 18 mit den ganzen Silberdingern. Wobei du da irgendwie fast alle übersprungen hast, glaube ich. Ja, ich kann mal erklären. Also man braucht ja am Anfang 10 Spiele, so 10 Rank-Spiele, damit du einen Rang zugeordnet kriegst von deiner Leistung. Du musst aber auch, wenn du, desto besser du bist, desto besser wirst du halt direkt am Anfang eingestuft. Also ich glaube, der erste Rang ist Silber Elite 1. Nee. Der unterste Rang ist Silber 1, 2, 3, 4 und dann Elite. Genau, Silber Elite, genau. Silber 1, 2, 3, 4, genau. Und ich bin halt direkt in Elite. In Silber Elite eigentlich geworden. Ich habe 4 Ränge übersprungen. Und danach bist du auf 2 direkt. Dann musste ich 2 Spiele gewinnen oder 3, 4 Spiele, dann war ich direkt Silber Elite Meister. Und am Anfang der Woche wurde ich dann Gold Nova 1. Okay, aber jetzt übertreibst du es nicht mehr mit dem Springen, jetzt gehst du immer nur Step für Step. Ja, jetzt brauchst du ja, Problem ist, dass ich jetzt, ich hatte glaube ich 3 Spiele in Folge gewonnen, bin ich aufgestiegen, dann hatte ich eins verloren, dann eins gewonnen, dann noch eins gewonnen, dann wieder eins verloren, dann eins gewonnen und ja. Jetzt gerade läuft es nicht mehr so gut. Läuft ja, bei dir. Auf jeden Fall bin ich ja seit Golden Nova 2, seit Mittwoch glaube ich oder so. Ja, ich bin immer noch im Level 1 übrigens, Leute, weil ich einfach so gut wie gar nicht zocke, außer mit den Fans zusammen. Ich bin fast Level 10. Irgendwelche Community-Games, wo man keine Punkte für kriegt. Alles scheiße. Weil ich wäre bestimmt auch schon 3, wenn unsere Sachen, die wir nur so gezockt haben, hätten die ein bisschen Sache was gegeben, wäre ich bestimmt schon 3 gewesen inzwischen. Ja. Aber wenn ich zugeben muss, jetzt nichts gegen dich, aber ich würde mir dann, glaube ich, einen 2-Verkauf machen. Fair Ranked Spiele, weil ich will mir den Rang nicht kaputt machen. Jetzt nicht gegen dich, aber du bist halt noch nicht so gut in Counter-Strike. Ja, ist mir auch egal. Ich will ja auch nicht mit Counter-Strike, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt gegen spielen will, Wettkampf. Das ist mir. Ich glaube, ich kann so sagen, das ist mir zu serious dafür, dass das ein Spiel ist. Keine Ahnung, ich bin nicht so ein competitive Mensch normalerweise. Also so Stats okay, aber wenn halt Leute es wirklich, und das weiß ich ja, wie es bei CSGO ist, wenn teilweise Leute das wirklich so übertrieben ernst nehmen, sorry, das ist nicht so mein Ding. Ist einfach so. Ich habe lieber Spaß beim Spiel. Und wenn es übertrieben eng ist, dann mag, genau. Also wenn die Leute chillig drauf sind und es nicht ganz so angespannt ist, dann, also wie Pete's mit zum Beispiel eher gechillt ist. Oder wenn. Aber wenn Leute so richtig mit Stock im Arsch, dann habe ich gar keinen Bock drauf. Wir hatten gestern einen gehabt, wir waren zu viert. Dann habe ich irgendeinen als Minister eingeladen. Ich wusste nicht mehr, wer das ist.
Das war aber dann ein Typen, der war schon AK, also Master Guardian, eingestuft und der war richtig aggressiv. Wenn wir mal was nicht richtig gemacht haben, ist er direkt im, hat er direkt im Chat, also Sprachchat im Spiel, der hat da rumgebrüllt und da haben wir gesagt, mit dem spielen wir nie wieder. Und am Ende ist er dann einfach AFK gegangen, also hat aber nichts mehr gemacht, ist einfach nur rumgelaufen, weil hat er Scheiße gebaut, da haben wir ihn gekickt. Dann haben wir gesagt, mit so einem spielen wir nie wieder. Naja. Weil mit den Leuten. Warum hast du den überhaupt in deine Liste gehabt? Ja, den habe ich durch Dustin. Ach so. Eingelernt. Und ja, dann und ich spiele halt nur mit Leuten, wenn man mal eine Runde fehlt, ja, passt schon, guter Versuch, bla bla bla, da gibt's kein Rumgeflame. Wir nehmen es ernst, wir wollen gewinnen, natürlich. Deswegen spiele ich es ja, ich will gewinnen und es zählt doch. In dem Modus zählt nur gewinnen. Ja. Spaß, okay, aber wenn du verlierst, ist es scheiße, weil du dann. Was ist bei ihm im Moment los, ey? Warum ist meine. Egal. Das ist kacke und ich will halt höher werden. Ich spiele halt, um höheren Rang zu werden, weil ich halt. Ja. Spaß macht's auch klar, aber ich will halt auch aufsteigen und gewinnen. Aber wir nehmen das halt, also mit den Leuten, denen ich halt spiele, die sind lockerer drauf. Also die rasten nicht halt aus, wenn du einen Fehler machst. Okay. Und die sind dann ziemlich gechillt drauf. Ja, keine Ahnung. Sagen, ja, hier, nice try oder no problem, alles gut und sowas. Ich find's, keine Ahnung, wie gesagt, also bei mir ist halt so, keine Ahnung, ich hab doch nicht so die Zeit. Nicht ich bin auch ich, im Moment ich so... Ich hatte für dieselbe Meinung wie du. Ich habe ja Counter-Strike gehasst, ich habe es dafür nie gehasst. Nee, ich habe Counter-Strike nie gehasst. Ich habe nur das gehasst. Ja, das war jetzt, aber ansonsten, ich hasse ja Counter-Strike nicht. Das ist für mich nur so eine Sache, ja, okay, vielleicht mit ein paar Leuten. Ja, das, ja, weil die mir zu serious sind. Es ist schon immer ein bisschen serious dabei. Und dadurch das ist halt, das ist, was ich halt gerne mag. Ich mag solche Spielmodus. Ich mag solche Spielmodus, wo man eine Taktik spielen muss und konzentriert sein muss. Ich hasse diese Community, diese Deathmatch oder Gelegenheitsspiele, wo du einfach mit 20 Leuten 10 gegen 10 spielst, wo einfach alles random ist. Das hasse ich wie die Pest. Okay. Manchmal diese 5 gegen 5. Das ist fies. Ja, wenn es so extreme Zwänge gibt, keine Ahnung, deswegen, ich bin da ein bisschen anders. Aber es ist ja auch jedem sein Ding. Und bei mir ist halt einfach im Moment so eine Priorisierung für, ja, wenn ich dann mal Zeit habe, was da ist, Wein. Dann, dann mache ich mal. Ja, wenn ich wieder arbeiten gehe, dann werden sich meine Spielstunden auch wieder rapide verringern in der Woche. Dann nur noch am Wochenende und vielleicht abends mal ein Spiel oder so. So ist es halt bei mir, wie gesagt, auch bei mir ist es jetzt keine Ahnung. Es ist halt auch nicht so hoch auf meinem Interessensgebiet, dass ich dir sage, ich will mir schon mal so denken, ja, okay, können wir mal spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir gerade so denke, ich kann mich auch persönlich nicht für irgendwas großartig bei CSGO motivieren, wenn ich alleine da jetzt mal zocke, kann ich mich auch nicht für mehr als 2 Runden motivieren. Von daher, ich spiele auch nicht mal alleine. Ja, schon klar, aber keine Ahnung. Es ist halt einfach nicht so mein Spiel, aber ich habe ja genug andere Spiele, wo ich ein bisschen immer wieder Bock drauf habe und so. Counter-Strike ist das ein Spiel seit längerem. Ja. Von daher, generell ist es halt, jeder hat sein Ding. Auch wir sind zwar bei manchen Sachen ähnlich, aber bei manchen Sachen auch eben sehr unterschiedlich. Ja. Und keine Ahnung. Ich habe schon damals in Halo lieber die Spiele gemacht, die Kick. Man muss ja auch erstmal so sagen, ich habe halt, Pierre hatte jetzt im Moment mehr Bock auf Dings, CSGO, und ich habe halt, wenn ich mal Zeit habe, dann, dass ich irgendwie Minecraft spiele oder sowas. Das ist einfach jedem sein Ding. Ich habe ja gesagt, ich brauche von Minecraft erstmal eine Pause. Ja, ich spiele auch PvP ansonsten. Ja, das aber mag trotzdem. Ich halt nicht. Das zum Beispiel mag ich halt nicht. Ich bin halt eher, ich habe Gunnerswag auch nicht gemacht, also zumindest den Wettkampfmodus nicht. Ich war. Ja, Gunnerswag, es gibt das Spiel, aber juckt mich nicht. Ich mein Setup ist halt ein bisschen gespielt, aber ansonsten fand ich das Spiel nicht so geil. Aber seit einer Zeit, ich weiß auch nicht. Ja. Ja. Auch vor meinem Urlaub habe ich nicht so oft gespielt. Vielleicht zweimal unter der Woche, vielleicht mal abends. Aber ansonsten jetzt nur, weil ich Urlaub habe. Wenn ich wieder arbeiten gehen muss, dann werden sich meine Spielstunden auch wieder verringern. Dann vielleicht am Wochenende mal, vormittags ein bisschen. Aber ansonsten unter der Woche komme ich von der Arbeit nach Hause. Montags spiele ich ja immer mit Marcel. Dienstags, obwohl, vielleicht doch ein bisschen mehr, weil jetzt fällt ja Minecraft weg und... Ja, man muss ja auch ziemlich hart sagen, wir beide haben eigentlich so gut wie gar nichts mehr im Moment, was oder nichts. Außer Koop-Season haben wir nichts. Was wir aufnehmen. Nichts. Ja, außer Koop-Season. Wir haben Koop-Season, wir haben dann nochmal TTT und das war's. Ja. Also TTT, was dann eher so mit allen anderen Leuten ist. Und TTT muss man auch mal empfehlen, um mal den Schwenk von CSGO wegzukriegen an der Stelle.
ist einfach TDT übrigens, habe ich jetzt mal gestern, haben wir uns wieder verzweifelt, haben wieder irgendwelche Mütter gefistet, so virtuell. Und dann habe ich mal was getestet und das hat funktioniert. Und zwar, dass ich ihn selber selbst hoste und es hat wunderbar sogar funktioniert. Und es gab keine Fehler. Ich kam auch diesmal ohne Probleme drauf. Weil es irgendwie unter Windows keine Probleme schmeißt, aber unter Linux schmeißt es irgendwie immer Probleme. Oder wenn man halt nur einen gemieteten hat und das nicht auf einen eigenen Root-Server hat. Ja, und egal, wie auch immer, es funktioniert und es kostet 0 Euro und ja. Und das Gute ist, dass keiner einfach drauf joinen kann. Doch, kann er schon. Klar. Andere Leute sind gejoint drauf einfach. Echt? Ja, anscheinend ist man doch relativ schnell in der Liste drin, aber die kriegen dann von mir einen Permaban gedrückt und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, dann da sowieso, aber trotzdem, es ist einfacher und man kommt aber locker drauf, ohne Probleme. Ja. Und Sepp oder Antonio hat darauf einen guten Ping. Sepp hat halt mega geschwankt. Aber es liegt an seinem Internet. Er hat halt. Ja, aber Sepp hat aber schon den ganzen Tag ein bisschen geschwankt. Ja, Sepp hat zwischen 40, was das Beste war, und 800 geschwankt. Das ist eine Range, Alter. Schon gelegt gehabt. Ja, das ist aber eine Range, das geht gar nicht klar. Ansonsten ist es ja eher, dass er bei TDT nicht so viele Probleme hat, eigentlich. Ja, aber bei Antonio war der Ping wirklich 60 konstant und das ist für Antonio übertrieben gut. Und teilweise sieht in Minecraft an Antonia irgendwie 200er Ping einfach mal oder so. Ja. Das ist einfach nur mega scheiße. Aber apropos, dass wir nichts mehr zusammen machen, wir müssen uns vielleicht da mal wieder ein gemeinsames Projekt suchen. Hä? Weil sprich, wir haben nur noch Co-Season, das war's einfach nur. Fertig. Wir machen das montags 20 Minuten. Mittwochs und Samstags oder jetzt heute Freitag, weil morgen dann Pia Besuch bekommt. Besuch kriegt, genau. Ja. Das sind eine Stunde in der Woche, wo wir noch was aufnehmen zusammen. Und halt alle drei Wochen oder je nachdem, wann wir Zeit haben, TTT. Das war's. Ja, das ist wirklich. Bisschen schade. Ja, muss halt auch gucken, wie sich jetzt ergibt, weil. Man muss halt auch gucken, wie es mit der Zeit ist, Leute. Ihr wisst jetzt ab Werbung, ab morgen kommt die erste Folge von Minecraft Switch. Von mir. Und dann stimmt, halt dienstags ja. Antonia, Mittwochs Dü inner, Donnerstag Feldo. Das ist ja auch immer nur eine Folge. Ja, ja, sag ich ja, aber das genau. Es kommt halt pro Woche. Es ist eine Folge erstmal pro Woche auf unserem Kanal und es gibt halt aber, ich hab's ja gerade für Leute erwähnt, wo es auf welchen Kanälen kommt. Wann genau. Auf welchen Kanälen. Und ja, wie gesagt, haben wir es glaube ich schon oft genug erklärt, reicht jetzt auch. Ja. Dann habe ich noch was, das, wie gesagt, nächste Woche wird wahrscheinlich erstmal nur das eine am Montag kommen, dann die restliche Woche nichts mehr. Muss auch sagen, es hätte jetzt am Freitag schon, wir nehmen es gerade am Freitagabend auf, hätte die Reset letzte Folge kommen sollen, habe ich aber gestern nicht geschafft, weil ich das doppelt rendern muss wegen dem Hin- und Herschneiden. Werde ich dann heute schneiden, ist dann gestern für euch schon gekommen, also am Samstag und ja, wie gesagt, dann wird es jetzt erstmal die Woche nichts mehr geben. Also morgen erste Switch-Folge und danach nichts mehr die ganze Woche wahrscheinlich. Ab nächste Woche habe ich vielleicht wieder was am Start. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich habe eine Idee für ein eigenes Projekt, aber ich muss schauen, wie ich das umgesetzt kriege, wann und wie zeitlich. Ihr wisst echt ja. Echt, okay. Kannst du mir danach mal erzählen, nach der Aufnahme? Ja, kann ich dir erzählen. Aber es ist auch wieder etliches an vorher machen für notwendig. Deswegen, dann einfach nur das Grundlegende, was du vorhast, fertig. Ich muss ja nicht alles in Detail erklären. Nee, vor allem dieses Projekt. Ich weiß nicht, wie ich es direkt als Projekt mache oder ob ich es erstmal so zocke, weil ich da ein bisschen was ausbalancen muss. Vielleicht mache ich. Ich stehe darauf, dass ich daran kein Interesse hätte oder habe. Hast du auch nicht. Okay, so. Kennst du mich eigentlich ziemlich gut, also denke ich mir, dass du da dann. Nee, du hast da kein Interesse dran. Aber du wolltest noch was anderes erzählen. Ich kann es im Endeffekt auch mal auf den Punkt hier gerade schon runterbrechen. Es ist ein Minecraft Against the Clock, nenne ich es mal. Und das muss ich aber ausbalancieren. Was? Es gibt eine Zeit, einen Countdown, du startest eine Welt, also das ist eine Welt, du startest rein, hast 15 Minuten, wenn dir die Zeit auf 0 geht, stirbst du. Stirbst du wirklich in-game, dann muss ich mir noch überlegen, aber eine gewisse, wenn du in-game halt eben normal stirbst, dann stirbst du, dann wirst du direkt wieder gespawnt, aber du hast ja, kriegst halt eben auch eine gewisse Minutenzahl von der Hauptminutenzahl abgezogen, keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas, sag ich mal, oder 15 Minuten abgezogen. Du kriegst aber auch Zeit dazu, heißt durch. Das muss ich alles eben ausbalancieren, dadurch, dass du so und so viel rennst, dadurch, dass du so und so viel Monster schlachtest, dadurch, dass du so und so viel, genau, dann gibt es noch, dass du halt gewisse Materialien wieder, Eisen, Gold, alles mögliche, kannst du auch gegen Zeit eintauschen. Und so kannst du halt die Zeit nach oben treiben. Und im Endeffekt ist es halt, ach, sowas, die ja, Kunst so dahinter ist es, dass die Zeit nicht auf Null läuft und dass man irgendwas, was man dann auch frei individuell bestimmen kann, dass man halt sagen kann, so und so viel, man kann auch dann frei bestimmen, so und so viele Minuten
will ich quasi als Ziel erreichen und dann ist es auch zu Ende. Also ich werde dann mir zum Beispiel sagen, ich mache jetzt Minutenzahl, auf Minutenzahl X will ich kommen, dann ist es für mich geschafft, okay? Ja, klar, klar. Sagen wir mal 60 Minuten, also als Beispiel. Ja, irgend sowas. Also, und als Beispiel, ist ein Beispiel. Ich werde, wie gesagt, wahrscheinlich gehe ich erstmal von aus, werde ich das so bauen und es eben für alles gibt es irgendwas. Aber dieses ist halt eben eine hohe Kunst, wie viel Zeit gebe ich für was, dass man nicht zu schnell Zeit sammelt, aber auch nicht zu langsam. Und wahrscheinlich werde ich dann es erstmal so machen, wie ich es mir denke und werde das dann als das Projekt starten, so als Open-Beta-Projekt und werde dann immer mal wieder das alles anpassen. Also quasi ich spiele das und werde dann sagen, oh, das ist jetzt ein bisschen zu OP, das ist zu viel, das ist zu wenig. Du willst nicht jetzt viel erzählen, du wolltest noch was anderes. Ich wollte es nur anteasern, genau. Wir haben nicht schon ein paar Minuten. Wir haben, noch mal was vom letzten Samstag, vom letzten Wochenende, wo ich bei Pia war. Als wir dann nach den ganzen Aufnehmen, wie das One-on-One-Event und so weiter, was übrigens Mittwoch bis Sonntag der Gamescom kommt, um es nochmal anzukündigen. Und der Vlog kommt, vielleicht kam der schon am Wochenende auf meinem anderen Kanal, vielleicht auch nicht. You will see. Vom Wochenende und ja, auf jeden Fall, das gab es auch. Und was ich jetzt noch sagen wollte ist, wir haben uns am Samstag, als wir im Bett lagen, ja, gut, ich weiß, worum es geht. Er weiß, worum es geht. Haben wir uns etwas Schönes angehört? Wir haben so einfach mal gesucht. Wir waren ja auf in so einem Ebola-Trip. Das kennt der, ich bin ja öfter mal auf einem Ebola-Trip. Und da habe ich mir so gedacht, es muss doch bestimmt einen Ebola-Song geben. Und den haben wir gefunden. Den kann ich jetzt mal kurz einspielen auch. Du dürftest ihn auch hören. Und auch ohne dich selbst zu hören, weil ich das über den ersten PC mache. Und ja, mal gucken hier. Tell you where it's from. Africa. That's from where Ebola comes. West side. Hides in the suitcase. 2 days later, it lands in USA. I get it from my girlfriend and give it to my dad. I catch it on the subway and leave it in the cab. I eat it at Subway, drink it at Starbucks. Ebola's everywhere and I give no fucks. They scared. It's bad. Ebola's gonna kill us all dead. They mad. This happened. Gotta make sure that nobody else gets it. I'm sorry, but I have it, and you have it, or you'll get it. So forget it, don't sweat it, just let it be. I'm telling you, Ebola's not the enemy. Listen, I have Ebola. If you have Ebola, la 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 la. We have Ebola. La 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 la. Everybody has Ebola. La 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 la. Selena has Ebola. Viel besser. Ja, das war auch geil. Und das geil. Ich finde den anderen Song finde ich nicht ganz so geil eigentlich. Der Anfang. Den hier geiler, weil beim anderen Song, wir haben dann eben so schöne Anmerkungen an der Seite gesehen auf dem Handy. Und wie gesagt, erstmal dazu, wir unterstützen, also es ist, wie gesagt, es ist nur just for fun, Leute. Jetzt sind die freuen sich, dass die Neger verrecken durch Ebola. Nein. So. Und auch der andere Song ist nix, was wir unterstützen würden. Es ist genau, der andere Song ist nichts, was wir unterstützen würden. Es gibt nur eine richtig geile Line und auf kurz vor der habe ich schon hingespult und die kann ich jetzt auch mal starten. Buildings in Manhattan. I'm Osama, run till Obama. I'm your fucking uncle. Ja, ey, guck mal, aber das war die Hauptszene eben. Ohne Scheiß, wir sind da so drauf geguckt. Wir haben erst das Ebola-Video gesehen, dann sind wir da drauf gegangen, weil ich das gelesen habe, Osama bin Laden. Und dann habe ich mir, und dann war ich da drauf und lass das laufen, mit Pia zusammen gucke ich da drauf und dann sagt der einfach das mit dem fliege ich in die Türme rein oder sowas und wir hatten einfach so zwei Minuten richtig Lachflash, nur wegen dem, wie er das gesagt hat. Es war so ja, geil. Danach war es irgendwie nicht mehr witzig. Ja, aber beim ersten Mal hier war das so richtig witzig. Das ist einfach, also ansonsten ist es nicht... Ansonsten ist es nicht so lustig, aber diese eine, nein, ein paar Flugzeuge in ein paar Türme von Manhattan. Ist schon lustig. Habe ich auf jeden Fall hart gefallen. Beim ersten Mal Witz, beim zweiten Mal ja. Ein bisschen noch, aber danach einfach nur. Aber ja. Ebola, ohne Scheiß, du gehst mir schon so teilweise im Kopf hängen geblieben mit dem Ebola, la 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 la. Das ist schon witziger. Aber wie gesagt, nur Just for the Funs. Das sind auch beides dieselben Ersteller. Das ist irgend so eine. Ist aber scheißegal. Sucht einfach nach Ebola-Song, dann werdet ihr es finden. Irgendwo als drittes, viertes, fünftes. Und dann werdet ihr auch das andere einfach Osama bin Laden suchen, wenn ihr es auch finden. Und ja, könnt ihr euch mal anhören. Wie gesagt, alles nur Scherz. Und das war's schon die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Immer diese Nigger. Nicht, ja.